Moin Leute, willkommen beim Hanse Rider. Es ist mal wieder Erkältungszeit, darum rede ich heute mit meiner sexy Stimme. Jedenfalls herzlich willkommen zur Ostcoaster-Verleihung, der Preis für krasse Rides. Ein renommierter Award, der schon seit Bestehen des Kanals in jedem Februar 2020 einmalig vergeben wird. Zum Preis selbst. Ich gebe zu, der Name ist abgeleitet vom Oscar, aber die Endsilbe heißt übersetzt Auto und Autos sind der natürliche Feind der Freizeitpark-Expansion. Stellt euch mal vor, wie die Parks aussehen würden, wenn sie die Parkplätze bebauen könnten, weil keiner mehr mit dem Auto kommt. Na gut, mentalitätsbedingt würde dann wahrscheinlich auch keiner mehr kommen. Der Preis jedenfalls nennt sich Ostcoaster. Aber man muss keine Achterbahn sein, um ihn zu kriegen. Hauptsache, man ist ein Produkt der Freizeitparkindustrie und zeichnet sich dadurch aus, auf eigene Art besonders krass zu sein. Was nicht unbedingt positiv sein muss. Kann aber. Was genau damit gemeint ist, seht ihr jetzt. Hier kommen die Preisträger. Kommen wir direkt zur ersten Rubrik und zum Preisträger in der Kategorie krass beängstigend. Der Preis geht diesmal an Sven Swingarm im Bonbonland. Mein Problem war, ich habe den Bügel nicht zugekriegt. Soll heißen, eingerastet war er schon, nur das etwa 30 cm vor meinem Körper und ich konnte ihn ranziehen wie ich wollte, aber er rastete nicht weiter ein. Und das bei meinem ersten Gyro-Swing überhaupt. Oben schwebte ich dann jedes Mal in den Bügel, der dann immer wieder mit mir ausklappte. Dazu kommt, dass man bei jedem Schwung im Tal ordentlich Gehkräfte schluckt, sodass mir jedes Mal die Augen auf die Zunge fielen. Geil, aber krass beängstigend und deshalb zu Recht Ostcoaster-Preisträger Sven Swingarm. Jo, kommen wir zum nächsten Ostcoaster und zur Kategorie krass intensiv. Der Preis geht wieder an einen Flatride und wieder nach Dänemark. Ja, die Dänen tun immer so skandinavisch freundlich, immer hüge hüge. Aber wenn man sich das Line-up mancher Parks mal genauer anschaut, dann zeigt sich, Menschenverachtung gibt's auch in Dänemark, aber man muss dafür Eintritt zahlen. Der Preis geht nämlich an Vertigo im Tivoli Kopenhagen. Man nehme eine Zentrifuge aus der Astronautenmanufaktur und stelle sie hin. Der erste Teil, in der das Flugzeug in alle Richtungen taumelt, ist für mich ein Highlight meiner Ride-Erfahrung. Aber sobald es eine gerade Fluglage eingenommen hat, gibt's kein Halten mehr und Vertigo zeigt einem, wo der Hammer hängt. Ja, was auf Vertigo das Fahrprogramm ist, wäre bei anderen Rides ein Kurzschluss. Die Fahrt endet dann erneut mit einem taumelnden Flugzeug, allerdings ist die Fahrfigur, die am Anfang noch unglaublich aufregend war, plötzlich tierisch entspannend. Damit nicht genug. An ruhigen Tagen kann man die Ride-Ops bitten, das Fahrprogramm rückwärts laufen zu lassen. Und die machen das. Ich wette, du kannst auch hingehen und sagen, du würdest gerne während der Fahrt sterben. Dafür gibt's bestimmt auch ein Fahrprogramm. Mein Tipp, wenn ihr unsicher seid, ob ihr die Fahrt übersteht, dann steigt am besten zuerst in das Flugzeug. Im Falle einer Ohnmacht müssen dann beim Ausstieg nämlich nicht alle über euch drüber klettern. Also, der Ostcoaster in der Kategorie krass intensiv geht an Vertigo im Tivoli Kopenhagen. Nächster Ostcoaster in der Kategorie krass hoch. Machen wir es kurz. Der Preis geht klar an den Highlander im Hansapark. Denn der ist einfach krass hoch und von da oben aus kann man bei guter Sicht am Horizont selbst wieder den Highlander sehen. Also, herzlichen Glückwunsch nach Sierksdorf. Kommen wir nun zur Kategorie krass brutal, aber lustig. Der geht diesmal an Volare im Wiener Prater, meine Damen und Herren. Man stecke eine Katze in eine Box und werfe sie einen Hügel runter. Danach fragt man die Katze, wie es war. Sie wird sowas antworten wie Miau. Aber was genau hat sie gemeint? Die Antwort gibt es auf Volare. Denn wenn man nach der ersten Fahrt darauf gefragt wird, wie es war, dann wird sich die eigene Antwort mit der Katze decken. Höchstwahrscheinlich. Hinterher fühlte ich mich doch etwas verdurchgefäustelt, aber irgendwie ist es auch lustig und ohne Paper Ride wäre ich sicher nochmal gefahren. Vielleicht leide ich auch einfach am Stockholm-Syndrom, keine Ahnung. Neben Volare steht übrigens noch ein Riesenrad und beide teilen sich einen Betreiber und eine Kasse, an der die pompöse Preistafel hängt.
Ein weißer DIN A4 Zettel im Querformat, auf dem in zentrierten Großbuchstaben steht: Achterbahn und Riesenrad 5 Euro. Ich dachte, boah, das ist aber günstig. Und Riesenrad wollte ich eigentlich gar nicht fahren, aber da sage ich nicht nein. Ich sagte, moin, einmal bitte, und wurde direkt mit einer strangen Frage verwirrt. Nämlich, Achterbahn oder Riesenrad? Eine im doppelten Sinne dämliche Frage, denn zum einen kosten beide offensichtlich gleich und zum anderen zeigt die Formulierung, dass die sich der Existenz des Wortes oder durchaus bewusst sind. Warum schreiben sie ihn dann nicht auf den Zettel? Meiner Meinung nach macht es einen großen Unterschied, ob man sagt und oder, ne? Oder und, ne? Oder nicht. Egal. Die Quintessenz des Ganzen war: kein Riesenrad für Chris. Also geht auch der Award in der Kategorie krass ausgeschildert an das Team von Volare. Herzlichen Glückwunsch! Damit nähern wir uns schon dem Ende und kommen zum Bildungspreis in der Kategorie krass informiert. Und der geht diesmal an heideparkworld.de für ihre Infos zum Grottenblitz. Schauen wir mal rein und machen den Faktencheck. Im ersten Satz steht: Die kleine Lokomotive mit dem großen Edelweiß verrät den Fahrgästen nicht auf den ersten Blick, was nach dem Einsteigen in den gemütlichen Bahnhof im Schweizer Stil passieren wird. Schauen wir mal auf das Foto und fragen uns, welches große Edelweiß an der Lokomotive ist da gemeint? Und wenn man im folgenden Text die Geschwindigkeit ignoriert, dann wird es richtig abenteuerlich. Die Züge donnern mit bis zu Stundenkilometern durch ein Gebirge aus Steilkurven, Serpentinen und rasen durch das Innere eines Bergmassivs. Für Nervenkitzel der besonderen Art sorgen unvermutete Geschwindigkeitswechsel und Schrägen mit bis zu 40% Neigung. Die atemberaubende Fahrt, bla 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 bla. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber der Autor dieser Beschreibung ist anscheinend noch nie denselben Grottenblitz gefahren wie ich. Versteht mich nicht falsch, ich mag den Grottenblitz, aber nicht aufgrund des beschriebenen Fahrerlebnisses, denn das ist es einfach nicht. Aber Heidepark World legt informativ nochmal einen drauf, und zwar wenn es um Zahlen und Fakten geht. Beispiel A: Sicherheit ist gleich Sicherheitsbügel. Wow. Hier wurde anscheinend äußerst investigativ recherchiert und man kam zu dem Schluss: Es gibt anscheinend Sicherheitsbügel. Das ist wie als wenn man fragt: Laub oder Nadelwald? Antwort: Bäume. Beispiel B: Angeblich eine Kapazität von 1750 Personen pro Stunde. Aber es sind auch 20 Personen pro Fahrt angegeben bei einer Fahrzeit von 2,5 Minuten. Rechnen wir mal durch und gehen davon aus, dass natürlich im Einzugbetrieb und dass in den 2,5 Minuten auch der Dispatch enthalten ist, man auf 24 Fahrten pro Stunde kommt. Mal 20 Fahrgäste ergibt das eine stündliche Kapazität von nur 480 Personen. Das einzige, was auf der Seite stimmt, ist die Rechtschreibung. Der letzte Ostcoaster in der Kategorie krass informiert geht also an heideparkworld.de. Das waren sie, die Preisträger der diesjährigen Ostcoaster-Verleihung. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle. Aber das muss es noch nicht gewesen sein, denn auch ihr könnt Preise vergeben. Man nehme hierzu eine Rubrik seiner Wahl, versehe sie mit einem Gewinner und verewige dies gerne in der Kommentarspalte. Ihr könnt da auch parteiisch sein, denn für jede Ride gibt's eine Rubrik, in der er unschlagbar ist. Und am Schluss noch ein Hinweis an alle Parks und Rides, die leer ausgegangen sind, aber gerne mal einen Ostcoaster erhalten möchten. Ich bin durchaus bestechlich. Ciao!